Dein Sohn ist eine echte Wasserratte. Du bist selbst eine Ratte. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Maria, ich bin Deutschlehrerin und dein Sprachcoach. Deutsche Sprache ist eine sehr kreative Sprache. Es gibt zum Beispiel ganz viele Tierbezeichnungen für Menschen. Wenn du diese Wörter lernst und selbst benutzen kannst, dann klingst du wie deutsche Muttersprachler. Das willst du doch, oder? Dann lass uns direkt beginnen. Los geht's! Bevor wir loslegen, möchte ich dich darauf hinweisen, dass du alle Wörter aus dem heutigen Video in meinem kostenlosen PDF findest. Dieses PDF ist direkt unter dem Video verlinkt. Trage deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein und du bekommst den Zugang zu meinem PDF-Pool. Schön, oder? Abgesehen von diesem PDF bekommst du über diesen Link das ganze kostenlose Material, das ich je erstellt habe. Es sind ganz viele PDFs zu verschiedenen Themen und so kannst du absolut kostenlos Deutsch lernen. Ach ja, dort findest du auch mein gratis E-Book 10 Powerschritte zum effektiven Deutschlernen. Ich möchte, dass du deine Ziele beim Deutschlernen erreichst. Ich möchte, dass du schneller lernst, dass du effektiver lernst. Deshalb gebe ich dir dieses Geschenk. Tierische Eigenschaften werden auf Menschen übertragen, um bestimmte Charakterzüge hervorzuheben. Es geht hier also schon lange nicht mehr um Tiere, sondern um Menschen. Gibt es eigentlich sowas auch in deiner Muttersprache? Lass es mich bitte in den Kommentaren wissen. Dann fangen wir an. Der Angsthase. Das ist ein ängstlicher Mensch. Ein Feigling. Das sagen aber oft Kinder. Als mein Sohn noch im Kindergarten war, habe ich dieses Wort sehr oft gehört. Sei doch nicht so ein Angsthase. Bist du eigentlich ein Angsthase? Der Dreckspatz. Das ist jemand, besonders ein Kind, der sich schmutzig gemacht hat. Was sagt man dazu in deiner Muttersprache? Der Frechdachs. Auf liebenswerte Weise ein freches kleines Kind. Sei bitte kein Frechdachs und abonniere meinen Kanal, wenn du diese Infos wertvoll findest. Und über einen Daumen nach oben freue ich mich auch sehr. Der Goldesel steht für unerschöpfliche Geldquelle. Jemand, der immer ordentlich Geld auf Tasche hat, der hat einen Goldesel als unendliche Geldquelle zu Hause stehen. So einen Goldesel hätte ich auch gerne. Die Leseratte. Das ist eine Person, die sehr viel und gerne liest. Es gibt noch ein Synonym. Man kann Leseratte oder Bücherwurm sagen. Ich bin eine absolute Leseratte. Ich lese sehr, sehr gern. Wenn du wissen möchtest, in welcher Sprache ich lese, dann schau dir bitte diesen Vlog an. Die Meckerziege. Das ist eine Frau, die ständig nörgelt, also an allem etwas auszusetzen hat. Oder es könnte auch eine weibliche Person sein, die aufdringlich viel lacht. Übrigens, Meckerziege, meckern, das heißt, sich über etwas beschweren. Zum Beispiel, er hat immer etwas zu meckern, bedeutet, er beschwert sich immer über irgendetwas. Gibt es Meckerziegen unter euch? Die Nachteule ist jemand, der gern bis spät in die Nacht hinein aufbleibt. Aufbleibt bedeutet, wach bleibt, also nicht schläft. Das ist nicht über mich. Ich stehe jeden Tag spätestens um 6 Uhr auf. Und wann stehst du auf? So wie ich? Oder bist du eine Nachteule? Die Naschkatze ist jemand, der gerne und viel Süßes isst. Kennst du schon das Verb naschen? Das heißt Süßigkeiten essen. Ich esse lieber Chips,
Aber eine Chipskatze gibt es leider nicht. Sei ehrlich, bist du eine Naschkatze? Der Paradiesvogel. Das ist eine auffallende, seltsame Person. Jemand, der in seiner Umgebung durch ungewöhnliche Ideen, unangepasste Lebensweise oder durch ausgefallene Kleidung oder ähnliches auffällt, ist also ein Paradiesvogel. Das klingt aber sehr schön. Ein Paradiesvogel. Der Partylöwe oder die Partylöwin. Wow! Das ist jemand, der gern auf Partys geht und viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ich war noch nie eine Partylöwin. Ich bleibe lieber gemütlich zu Hause, wo ich meine Ruhe habe. Bist du ein Partylöwe oder eine Partylöwin? Die Partymaus ist meistens eine weibliche Person, die gern feiert. Im Vergleich zur Partylöwin geht es hier weniger um die Aufmerksamkeit, die man erregt, sondern um Spaß beim Feiern. Der Pechvogel ist jemand, der oft Unglück hat. Das Gegenteil wäre der Glückspilz. Wer übrigens einen Glückspulli trägt, ist ein Glückspilz. Die Rabenmutter oder auch der Rabenvater. Das ist jemand, der sich wenig um seine Kinder kümmert. Man spricht aber meistens von einer Rabenmutter, da die Mutter meistens den stärksten Bezug zu den Kindern hat. Ich tue zum Beispiel alles, um keine Rabenmutter zu sein. Die Rampensau ist jemand, der gern im Mittelpunkt steht. Die Sau ist eigentlich ein weibliches Hausschwein. Manchmal bin ich schon eine richtige Rampensau. Aber nur manchmal, wenn ich Videos für dich aufnehme. Der Schlaufuchs. Das ist jemand, der sehr intelligent ist. Man sagt auch oft, schlau wie ein Fuchs. Füchse sind ganz schön intelligent. Der Spaßvogel. Das ist jemand, der bei jeder Gelegenheit einen Witz macht. Bist du ein Spaßvogel oder kennst du jemanden, der so ist? Der Streithammel. Das ist jemand, der stets mit allen Streit hat. Das ist nicht so schön. Man sollte nicht miteinander streiten. Man sollte freundlich sein. Die Wasserratte. Das ist jemand, der viel und gern im Wasser ist. Man muss nicht unbedingt schwimmen, einfach im Wasser sein. Ich bin keine Wasserratte. Ich liege lieber in der Sonne. Und wie sieht's bei dir aus? Bist du eine Wasserratte? Dann war's das für heute. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Video gefallen und geholfen hat. Jetzt kannst du diese Wörter selbst im Gespräch benutzen und wie deutsche Muttersprachler klingen. Verwende sie aber nicht in jedem Satz. Es muss schon zur Situation passen. Und wenn du die Wörter aus dem Video mit Erklärung noch einmal schriftlich bekommen möchtest, dann lade dir bitte das kostenlose PDF herunter. Den Link findest du direkt unter diesem Video. Möchtest du vielleicht ein bestimmtes Video hier auf meinem Kanal sehen? Was würde dir helfen? Schreib mir bitte auch einen Kommentar. Ich freue mich sehr über deine Wünsche und Vorschläge. Na dann, bleib fleißig und wir zwei sehen uns schon bald wieder in meinem neuen Video. Pass auf dich auf und mach's gut. Tschüss! Ja, mein Sohn ist tatsächlich eine Wasserratte.